Also ich bin der Walter Ulbrich, wohnhaft in Puchheim, gelernter Elektroingenieur, zum Schluss auch Professor an der Hochschule in München. Aber das Verdienstkreuz am Bande habe ich bekommen eigentlich für die ehrenamtliche Tätigkeit, gut 50 Jahre inzwischen, im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit und schwerpunktmäßig natürlich hier von Puchheim aus der 1975 gegründete Verein Campo Limpo, Solidarität mit Brasilien, und über den hinaus eigentlich ist die Ehrung eigentlich für eine umfassendere Tätigkeit für globale Gerechtigkeit und den Einsatz für Menschenrechte. Und das Ganze war natürlich eine Entwicklung. 1970 bin ich hier zugezogen, noch als Student. Meine Frau war hier nebenan Kindergartenleiterin. Und kurz nach unserer Hochzeit hier kam ein franziskanischer Pater aus Brasilien, der hier predigen durfte, und der hat uns einfach begeistert für seine Initiative, in Sao Paulo, Stadtteil Campo Limpo, ein Ausbildungs- und Sozialzentrum zu errichten. Für das haben wir dann etliche Aktionen gemacht, die viel Zuspruch fanden, und dann kam dann langsam die Idee auf, einen Verein zu gründen. Das war dann eben 1975. Vor allem eben, weil er sagte, wir können ihm am meisten helfen, wenn wir eben zusagen können, pro Jahr so und so viel Unterstützung geben zu können, damit er auch eben entsprechend Lehrer in den Werkstätten oder auch Gesundheitskräfte anstellen kann. Das ist auch recht gut gegangen am Anfang, aber es gab dann doch erste Schwierigkeiten, und so bin ich 1978 dann ziemlich spontan das erste Mal nach Brasilien geflogen, ohne Sprachkenntnisse, ohne Ahnung. Bin da ziemlich rumgereicht worden, habe mir das alles, auch mehrere andere Projekte schon anschauen können, mit den Leuten reden können, und ich bin eigentlich zurückgekommen mit der Erkenntnis, wir können noch so viel Gutes tun und jetzt da möglichst viel Unterstützung geben. Letztlich kann die ganze Entwicklung nur besser werden, wenn wir hier uns ändern. Das heißt, unseren Lebensstil und unsere Art letztlich zu wirtschaften und die Ressourcen der Erde zu verbrauchen. Diese Erkenntnis war dann eigentlich parallel begleitet von damals großen Aktionen, auch von dem Hilfswerk Miseria. Das ging 5 Jahre hintereinander durch, einfach immer unter dem Motto, anders leben, damit andere überleben. Diese Neuausrichtung des oder Erweiterung letztlich des Vereins, auch dafür eben jetzt in der Öffentlichkeit aufzutreten, auch persönliche Konsequenzen zu ziehen, war durchaus im Verein umstritten. Es gab dann aber Abstimmungen dazu, und es wurde zum Schluss dann doch sehr weit mitgetragen. In den 80er Jahren war das eigentlich für mich ein guter Ansatz, dass wir damals hätten auch insgesamt eine nachhaltige Wirtschaft, die Ideen waren ja da, auch weiterentwickeln können. Ich bin dann auch persönlich jetzt vor die Entscheidung gestellt worden, Karriere bei Siemens zu machen oder eben an die Hochschule zu gehen. Ich habe dann den zweiten Weg gewählt, und nach einer gewissen Anfangszeit, wo man sich natürlich erstmal einarbeiten muss und auch die Vorlesungs- und Praktikaveranstaltungen erstmal einrichten muss, bin ich dann wieder in den Verein aktiv eingestiegen und habe aber gesagt, ich mache jetzt nicht mehr direkte Betreuung von Projekten. Die hat dann der Herr Kundel übernommen. Im ersten Vorsitz, die ganze Organisation hatten immer noch unser Klaus Lindhuber. Und nacheinander wurde ich dann eigentlich sehr aktiv im Bereich von Öffentlichkeitsbildungsarbeit und politischer Arbeit. Und das Ganze lief dann sehr stark auf das Jahr 1992 hin. Das war für uns so ein Höhepunkt unter dem Motto 500 Jahre Ausbeutung und also erstmal Entdeckung und Ausbeutung Lateinamerikas, auch damals mit anderen Organisationen zusammen. Und da wurden dann 3 Ideen mehr oder weniger auch vom Verein in die Öffentlichkeit getragen. Zum einen, Brasilien war damals hoch verschuldet,
Entschuldungsinitiative für Brasilien und da vor allen Dingen die Frage, woher kommen denn die Schulden überhaupt? Bin dann ziemlich per Recherche draufgekommen, dass das keine Schulden aus Entwicklungshilfe waren, sondern vor allen Dingen Handelsschulden, verursacht durch die durch Hermes verbürgten Lieferungen deutscher Firmen, die eben eventuell dann, wenn die Zahlung ausbleibt, diese Forderungen an den Staat übergeben. Und das waren damals vor allen Dingen die beiden Atomkraftwerke, die Siemens bauen sollte in Angra dos Reis in Brasilien. Das wird dann durchaus bundesweit Form angenommen. Ich bin dann ziemlich auch rumgereist, um das zu vertreten. Und das hat dann durchaus auch damals letztlich dann bei der Regierungswechsel auf Rot-Grün zu einer Verschärfung der Bedingungen für die Vergabe von Hermes-Krediten geführt. Parallel dazu lief dann eben auch hier die Idee, können wir nicht irgendwie dieses 500 Jahre Gedächtnis auch in der Stadt verankern, und da wurde dann unser Nord-Süd-Tor errichtet. Und es gab noch die Chance, Brasilianer nach Buchheim einzuladen, aber nicht nur auf einen kurzen Besuch, sondern dass die einfach mal hier 4 Wochen leben und es zu einem lebendigen Austausch kommt mit allen verschiedenen Gruppen und Schulen auch vor Ort. Das hat sie dann zwar verzögert, aber 1996 wurden dann 2 Brasilianer eingeladen, die hier wirklich eine wunderbare Begegnung zustande gebracht haben und uns auch ein wertvolles Kunstwerk gespendet haben, mitgebracht haben, was dann bei uns in der Kirche aufgehängt worden ist. Die Mutter Erde, Pachamama, also nach der indigenen Tradition Lateinamerikas. Die Recherchen zu diesen Hermes-Krediten wurden dann eigentlich mit aufgenommen in eine internationale und letztlich dann bis zum Jahr 2000 hin sehr sich immer mehr aufbäumende Bewegung zu einem Erlass nach biblischer Tradition. Wir haben uns damals dann auch mit eingeklinkt und hier im Landkreis, auch im Nord-Süd-Forum Fürstenfeldbruck, was inzwischen schon gegründet war, gab es inzwischen 14 Mitträger hier allein im Landkreis, sehr, sehr viele Veranstaltungen, und das wurde auch letztlich zu dem Erfolg, dass eben die ärmsten Entwicklungsländer im Laufe der letzten mittlerweile fast 20 Jahre nacheinander auch kräftig entschuldigt worden sind. Persönlich für mich ging es dann eigentlich weiter mit der Recherche und auch Aktivitäten zur bayerischen Politik. Wir haben damals mit einer German Watch Gruppe hier in München Gespräche geführt mit dem bayerischen Wirtschaftsministerium, was federführend war für die Entwicklungszusammenarbeit Bayerns. Natürlich immer unter der Devise, da muss für Bayern was rausspringen, letztlich Förderung der Außenwirtschaft Bayerns. Es gab eine große Anfrage dann der Grünen im Landtag. Und in dieser Phase wurde dann letztlich auch das Eine Weltnetzwerk Bayern gegründet, als Zusammenschluss von Nord-Süd-Foren, von Einzelorganisationen, mittlerweile auch ganz stark Mitglieder von Fairtrade-Weltläden oder Fairtrade-Organisationen. Als ich dann 2006 mit Altersteilzeitregelung aus dem Dienst ausscheiden konnte, wurde ich gleich geschnappt von Eukokredit, einem Förderkreis in Bayern, der sich vor allen Dingen eben auch als Geldanlage für soziale Zwecke, für Mikrokredite oder auch Genossenschaften in der einen Welt engagiert. Ich war dann im Vorstand 6 Jahre, 3 Jahre erster Vorsitzender, in einer Phase, wo es ganz stark dann auch um die Ausweitung dieser Idee geht, gefördert durch den Friedensnobelpreis von Yunus. Auch Kritik kam auf, dass eben Mikrokredite eben leichtfertig vergeben worden sind, insbesondere von Banken, die da eingestiegen sind. War für mich eine fast mindestens hauptberufliche Tätigkeit. Das Büro war in Nürnberg, musste aufgebaut werden von einer mehr ehrenamtlichen Tätigkeit dann. Nachdem ich da dort wieder 6 Jahre wirklich geschuftet habe, bin ich dann zur Erlassjahr.de gegangen, der Nachfolgeorganisation, und habe dort vor allen Dingen eben auch bundesweit versucht, nicht nur für den Schuldenerlass, sondern vor allen Dingen auch für die Prävention zu werben, und einen Arbeitskreis gegründet für verantwortliche Kreditvergabe.
Das ist zwar auch noch nicht so ganz vorangegangen, aber dieses Thema der Überschuldung von Entwicklungsländern ist ja momentan ganz brisant. Aufgrund dieser Corona-Krise sind ja sehr viele wirtschaftliche Aktivitäten eben in Drittweltländern eingebrochen. So, das wäre so mal die grobe Show, warum ich eigentlich wahrscheinlich jetzt über diese vielen Tätigkeiten hinweg dieses Bundesverdienstkreuz bekommen habe. Zu den Schwerpunkten jetzt hier im Landkreis vielleicht nur kurz. Der Basilienverein besteht inzwischen jetzt eben ja auch schon 46 Jahre. Wir haben nach wie vor, pflegen wir 16 Partnerschaften in unterschiedlichsten Regionen, aber vor allen Dingen schwerpunktmäßig im Nordosten Brasiliens, dem ärmsten Landesteil. Und da geht es vor allen Dingen um die Unterstützung der kleinbäuerlichen Bewegungen, der Genossenschaften vor Ort, auch in Trockenzonen, damit die dort überleben können. Weil das Schlimmste ist, dass eben die vom Land her sich eine Hoffnung gemacht haben, besser leben zu können, die Städte gegangen sind und dort in den Elendsvierteln am Rande der Großstädte, vor allen Dingen eben auch Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife, wie sie alle heißen, dahin fristen und genau diese Leute in den Favelas, die eben oft nur Tagelöhner waren oder einfache Arbeiten hatten, Stände in der Großstadt hatten oder auch als Putzfrauen oder als Kindermädchen in die Städte gingen, genau diese Tätigkeiten sind durch Corona jetzt extrem zusammengebrochen, dass wir auch letztes Jahr und auch heuer wieder Nothilfeaktionen zusätzlich unterstützen, die Essenspakete, Hygieneartikel und so weiter verteilt werden. Aber das alles kann man nur machen, und das ist eine wesentliche Erkenntnis also auch dieser ganzen Partnerschaft, Zusammenarbeit, wenn wir mutige, aktive Partnerorganisationen in dem jeweiligen Land haben. Und das ist genauso wichtig, wenn man jetzt auch an Partnerschaften mit Organisationen in Afrika oder auch in Indien, wo wir auch konkrete Kontakte haben, denkt. Die Basis für mich jetzt einfach, dass ich durchgehalten habe und auch dieses Engagement und den Mut für manche auch unangenehmen Projekte hatte, die nicht so gut ankamen, war aber einfach, ich weiß, für was ich mich einsetze. Ich kenne die Leute drüben und es war auch schön, dass ich mit meiner Frau noch vor 6 Jahren nochmal nach Brasilien gehen konnte und wir uns dort etliche Partner im Nordosten eben auch vor Ort austauschen konnten, und das stärkt mich unheimlich. Dann zum Nord-Süd-Forum. Der Zusammenschluss hier im Landkreis wurde eigentlich angeregt durch eine Aktion des Europäischen Parlaments. Damals 1988 wurde eben aufgerufen, solche Nord-Süd- oder eine Weltforen zu gründen. In Fürstenfeldbruck war das damals sehr aktiv, die Gerde-Somm-Gruppe. Wer davon eigentlich noch übrig geblieben ist und hier noch aktiv ist, ist der Willi Drexler von der Caritas. Und wir hatten wirklich eine Menge großer Veranstaltungen auch vor Ort und auch im Landkreis. Und eine war zum Beispiel sehr früh schon eine große Diskussion im Landratsamt zum Tropenwald mit Experten. Und da waren über 100 Leute im Landratsamt. Also es war damals vielleicht auch typisch, dass wir manche Dinge schon sehr früh angepackt haben. Das Nord-Süd-Forum oder auch diese Foren haben ja alle miteinander eigentlich die Idee, dass wir nicht Geld sammeln für einzelne Projekte, sondern vor allen Dingen uns zusammenschließen, um Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit für breitere Probleme eben zu veranstalten oder auch entsprechende Aktionen zu starten. Zum Beispiel in letzter Zeit meinetwegen eben auch im Zusammenhang jetzt mit Fluchtursachen Leute aus verschiedenen Ländern einzuladen, woher kommt es, dass die Leute flüchten, wie kann man helfen, damit die überhaupt nicht auf die Idee kommen, wegkommen zu müssen. Und da ist eine ganz wesentliche Erkenntnis für mich, es braucht Wertschöpfung vor Ort. Das heißt, der ganze faire Handel oder auch die Welthandelsbeziehungen sind ungerecht,
wenn wir nur für die Rohstoffe oder für Vorprodukte wenig bezahlen und letztlich dann damit aber auch die Wertschöpfung hierzulande stattfindet. Der Kaffeebauer bekommt fast nichts für seine Lieferungen. Die Rohstoffe werden abgebaut, sei es jetzt Soja für unser Futtermittel oder auch die ganzen seltenen Erden jetzt für unsere tollen Elektronikprodukte. Die Länder haben nichts davon und die Menschen schon gleich gar nicht. Und es hilft auch nichts, wie es jetzt hier vom Landrat auch mitunter betrieben worden ist, möglichst viele Grundschulen in Entwicklungsländern zu bauen. Wir brauchen auch Berufsschulen, wir brauchen kleine Handwerksbetriebe, wo die Leute auch hinterher Arbeit finden. Es hilft nichts, wenn man sie nur auch mit Universitätsausbildung dann zum Schluss eigentlich auf der Straße stehen lässt. Also der gerechte Welthandel ist mir ein Herzensanliegen geworden und dazu haben wir auch Veranstaltungen gemacht in letzter Zeit. Einmal war das Thema der Lieferketten, dass es eben auch im fairen Handel darum geht, nicht nur jetzt ein paar Produkte aus dem fairen Handel mal mitzunehmen und auch damit ein gutes Werk zu tun, ja, aber auch da muss es weitergehen. Wir brauchen insgesamt eine totale Umkehr im Welthandel, dass wir auf alle Entwicklungshilfe verzichten könnten, wenn wir nur schaffen würden, die Produkte, die aus diesen Ländern kommen, gerecht zu bezahlen. Ein Punkt ist auch, dass wir mit dem Nord-Süd-Forum versuchen und auch es mitunter schaffen, möglichst viele Organisationen für eine Organisationsform zusammenzubringen. Und da ist zum Beispiel die letzte, die gerade noch vor dem Pandemieeinbruch letztes Jahr gelungen war, im Fürstenfeldbruck eben die Veranstaltung mit einem Experten für Pestizide in Brasilien, dem Antonio Andrioli. Und da ist es eben gelungen, auch die drei großen Bauernorganisationen, den Bauernverband, die ABL und den BDM, also die Milchviehhalter, mit dazu zu bringen. Sozialforum ist immer dabei, aber auch eben Erwachsenenbildungswerk. Und der Antonio ist halt einfach super drauf, weil er ganz gut Deutsch kann. Er hat in Deutschland studiert und hier promoviert und ist der Experte eben, um nachzuweisen, dass diese unheimlichen Sojaplantagen in Brasilien den Boden kaputt machen und vor allen Dingen auch durch den heftigen Chemie- und Pestizideinsatz von Pestiziden, die hier in Europa längst verboten sind, die Gesundheit der Bevölkerung massiv beeinträchtigt wird und das Ganze eben nicht nur in Brasilien, sondern in Paraguay oder auch Argentinien. Und ein Bauer hat es auch ganz gut bei uns ausgedrückt hier vom Ort. Wir müssten schon längst die überflüssige Gülle, die wir hier nicht mehr unterbringen, weil die Leute ja einfach in den großen Mastviehbetrieben zu viel Dünger übrig haben und die auf den Flächen gar nicht mehr mit unterbringen können, die müssten wir zurückschicken mit Schiffen nach Lateinamerika, um dort die Böden wieder regenerieren zu lassen. Das heißt, dieser Austausch, dieser Kreislauf, der eigentlich ganz natürlich hier laufen würde, wenn ich nur so viel Vieh halte, wie ich in Fläche habe und dort den Dünger unterbringen will, der wird durch diese ungebremste Globalisierung total kaputt gemacht. Und das sind für mich die Anliegen, die wir angehen müssen, neben diesen durchaus sinnvollen kleineren Unterstützungen. Hier stehen wir jetzt beim Nord-Süd-Tor, oder auch Nord-Süd-Durchblick genannt, am nördlichen Bahnhofausgang von Tuchheim. Das ist 1992 errichtet worden vom Künstler Franz Hämmerle im Gedächtnis eben an die 500 Jahre Lateinamerika und wurde leider Gottes vor gut zwei Jahren abgerissen, weil in diesen Pfosten hier innen etwas von unten her morsch geworden war und damit die Standfestigkeit gefährdet war. Dank der Stadt Tuchheim, Bürgermeister Seidel und dem ganzen Stadtrat wurde beschlossen, es neu zu errichten, möglichst wieder ähnlich wie es schon war. Und im November letzten Jahres konnte es dann von Herrn Hämmerle wieder so aufgestellt werden. Die Einkerbungen sind nach wie vor sehr eindrücklich, auch damals schon die gleiche, nur ein Bier, nur eine Erde. Und neu hinzugekommen ist
diese Einschrift hier auf dieser Seite, die hat sich der Herr Emmerle einfallen lassen, weniger Macht, mehr Leben. Und ich habe mir das dann so angeschaut, was kann man da draus machen. Und ich denke, man kann es in zweifacher Weise lesen. Weniger Macht, groß geschrieben, mehr Leben ist eigentlich so die Grundbotschaft der Menschenrechte, die Amnesty hier jedes Jahr vertritt am Tag der Menschenrechte. Und die andere Botschaft, andersrum geschrieben, weniger Macht kleingeschrieben als Verb, weniger Macht, mehr Leben ist eigentlich unsere soziale Einstellung zu den Lebensmöglichkeiten, die eben durch unseren Lebensstil beeinträchtigt werden. Wir haben hier jedes Jahr immer am Tag der Menschenrechte, am 10. Dezember, hier einen Schweigekreis, abwechselnd meistens gestaltet von Amnesty oder von uns zu den sozialen Menschenrechten. Wurden auch mehrere andere Veranstaltungen hier schon zu Kriegsbeginn oder auch zu Friday for Future gemacht. Die treffen sich meistens hier nieder an, weil man ja weiter auseinanderstehen muss, keinen Kreis bilden kann, immer am letzten Freitag jetzt, um vor allen Dingen eben für Klimagerechtigkeit einzutreten. Das ist noch der alte Erlassjahrschal aus den Gründerzeiten der Bewegung zum Jahr 2000. Neuerdings wurde jetzt vor allen Dingen eben hier auch in den letzten Jahren für ein deutsches Lieferkettengesetz geworben, auch Veranstaltungen dazu veranstaltet. Und da geht es vor allen Dingen darum, dass wir aus der Verpflichtung der UN, dass die Unternehmen auch die Menschenrechte in ihren eigenen Unternehmen einhalten müssen, bis hin zu den Anfängen ihrer Lieferkette, dass das umgesetzt werden musste. Das war 2011 schon beschlossen worden, wurde dann in Deutschland 2016 in einem sogenannten Aktionsplan, und da kommt jetzt das Übel rein, wieder nur auf freiwilliger Basis umgesetzt werden. Und genau das ist Gott sei Dank dann durch Umfragen 2019, die vorgesehen waren, schon erkannt worden. Mit Freiwilligkeit ist überhaupt nichts zu machen. Die Unternehmen brauchen klare Regeln, nach denen sie sich dann auch halten können. Und da waren auch sehr, sehr viele Unternehmen durchaus dafür. Das Problem ist nur, dass vor allen Dingen die Unternehmensverbände unheimlich Lobbyarbeit gemacht haben, insbesondere bei Wirtschaftsminister Altmaier, um das Gesetz möglichst so dünn und so einfach und möglichst unwirksam zu machen, und das ist ihnen auch weitgehend gelungen. Am Anfang der Lieferkette, wo die meisten Menschenrechtsverletzungen passieren, das ist in dem Fall zum Beispiel beim Kakaoplantage, da reicht das Lieferkettengesetz des Deutschen überhaupt nicht hin. Das ist zwar jetzt Anfang Juni noch im Bundestag verabschiedet worden, hat aber etlichen Schwächen. Eine besondere Schwäche ist, es gilt nur ab dem Jahr 2023 für Unternehmen mit mehr als 3000 Beschäftigten, das sind nur ein paar hundert in Deutschland, und dann ein Jahr später auch etwas erweitert auf Unternehmen für 1000 Beschäftigte und dann auch nur für ihr eigenes Unternehmen und die unmittelbaren Zulieferer. Die Menschenrechte, die am meisten ja immer gefährdet sind, sind am Anfang der Lieferkette. Das heißt, dieses schöne Plakat, mit dem wir geworben haben, damit Menschenrechte nicht durch die Kakao gezogen werden, braucht es endlich einen gesetzlichen Rahmen. Das zielt auf den Kakaobauer, der meist in Afrika zum Teil mit Kinderarbeit seine Kaffeebohnen erntet. Genau der ist in diesem deutschen Gesetz überhaupt nicht erfasst, weil er am Anfang der Lieferkette ist und nicht der unmittelbare Zulieferer. Und in vielen anderen Fällen ist das genauso. Es gibt auch keinen strafrechtlichen Rahmen in dem Sinne, dass wirklich auch zivilrechtlich eingeklagt werden darf. Das ist ausdrücklich im Gesetz eingeschrieben worden. Das Gesetz darf nicht für ein Zivilgerichtsverfahren herangezogen werden. Und das Problem im Moment erscheint mir, das Gesetz ist zwar verabschiedet, stark vergewässert, aber es soll jetzt als Blaupause dienen für ein europäisches Gesetz. Es gibt vom Europäischen Parlament und auch vom zuständigen Kommissar ein weit
schärferes Gesetz, wo man vor allen Dingen dann auch nicht die Unternehmensgröße heranzieht, sondern die Sache selbst. Das heißt, in welchen Lieferketten ist es besonders kritisch, wo Menschenrechte und Umwelt beeinträchtigt werden. Und das ist zum Beispiel auch beim Abbau von Rohstoffen, sei es jetzt Lithium oder Kobalt und alle diese seltenen Erden in Afrika oder auch in Lateinamerika. Und es sollte möglichst nicht als Blaupause gelten, sondern das europäische Gesetz sollte weiterreichend sein. Und dann gibt es zum Schluss noch eine weltweite Initiative, die nennt sich Binding Treaty. Und die zielt darauf ab, dass weltweit eben die Handelsbeziehungen zwischen den Ländern stärker auf Gerechtigkeit und Umweltschutz ausgerichtet werden. Und diesen Banner hatten wir 2019 hier beim Schweigekreis mit dem Zeichen auch dieser UN-Treaty, die in Genf verhandelt wird. Also dieses internationale Abkommen, das in Genf verhandelt wird, dieses Binding Treaty, wo es dann wirklich um einen gerechten Welthandel insgesamt geht, um die Unternehmensverantwortung, wird leider Gottes von der Bundesrepublik und von der EU weitgehend blockiert. Sie nehmen an den Verhandlungen nur als Beobachter teil. Das federführende Land Ecuador hat damit Mühe, überhaupt einen sinnvollen Verhandlungstext vorzulegen. Das Ganze dient ja insgesamt dazu, dass letztlich dieser krasse Konflikt zwischen Nord und Süd hier dargestellt, auch schon im alten Nord-Süd-Tor durch die, ihr könnt heutzutage ökologischer Fußabdruck dazu sagen, dass im Süden sehr viele Menschen leben, die wenig Raum, wenig Verbrauch auch von Gütern haben, im Gegensatz zum Norden, wo wir mit weniger Menschen sehr viel mehr Ressourcen verbrauchen, weitgehend auch für den Ausstoß von CO2, damit für die Klimaproblematik verantwortlich sind. Und diesen krassen Gegensatz zwischen Süd und Nord letztlich auszubauen, dafür dient eigentlich auch alle diese Kampagnen, für die ich mich auch mit dem Verein und dem Nord-Süd-Forum einsetze.